So, hallo und herzlich willkommen hier zu endlich mal wieder einem neuen Spiel, das ich spiele. Ja. Es ist ja jetzt wieder lange nichts gekommen. So. Und ich könnte euch jetzt groß Ausreden erzählen von wegen, ja, ich habe hier Schule und so, aber ich sag's wie es ist, ich hatte keinen Bock. Ja, ich weiß auch nicht warum. Ich hatte einfach überhaupt keinen Bock. So, aber jetzt geht's weiter. Ja, und zwar mit dem Spiel Game Dev Tycoon. Und ja, ich habe das Spiel anscheinend schon mal gespielt. Ja, das habe ich. Und ich habe glücklich versagt. So, ja, ich mache das Tutorial mal. So, willkommen zu Game Dev Tycoon. In dieser Wirtschaftssimulation magst du deine Zeitreise zu dem Anfang der Computerevolution und deinen eigenen Spielentwicklung Unternehmen zu gründen. In den nächsten 35 Jahren kannst du deinen Traum und kannst du dein Traumunternehmen aufbauen, Bestseller-Spiele entwickeln, Fans gewinnen und Marktführer werden. Das finde ich ja schon mal gut. Bevor dein Abenteuer beginnen kannst, musst du deine zukünftige Firma einen Namen geben. Okay. Ja. Also ich bin natürlich Cherry. Ohne das Zeichen. So. Und die Firma nenne ich einfach mal. Da mein Kanal so wirklich intelligente Cherry Gaming heißt, nicht ist es The Cherry Games, weil ich so hammermäßig schlau bin. Ja. So. So, kurz nochmal was zu sagen. Und zwar, falls euch bessere Spiele einfallen sollten, die ich machen, ja, Let's Playen könnte, nach diesem Spiel, dann schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, weil, ja, das war jetzt auch. Ja, komm, nehmen wir einfach den Typen, das passt schon. Das war jetzt auch eine, ja, eher. Nein. Okay, ja, fände ich gut. So. Genau, weil ich weiß nicht, ob euch das jetzt gefällt oder ob ich dir mit an, ja, den Leuten, die meine Videos schauen, vorbeischieß. Ja, also wie gesagt, wenn euch was einfällt, einfach in die Kommentare schreiben. Allerdings bitte kein SMP, weil dazu habe ich in letzter Zeit wirklich überhaupt keinen Bock. Sonst hätte ich jetzt ja auch SMP weitergemacht. So, herzlichen Glückwunsch, du hast gerade dein eigenes Spieleentwicklungsunternehmen gegründet. Im Moment ist dein Büro in deiner Garage und du bist die einzige Arbeitszeit. Und du bist die einzige Arbeitsstelle, genau. Du bist der einzige Angestellte, aber keine Sorge. Viele erfolgreiche Unternehmen haben so angefangen. Lass uns beginnen, dein erstes Spiel zu entwickeln. Schließe diese Nachricht und klicke irgendwo auf dem Bildschirm, um diese Aktionsbedingung zu öffnen. Okay. Neues Spiel entwickeln. Bevor die Entwicklung beginnen kann, musst du dich entscheiden, welche Art von Spiel du erstellen willst und ihm einen Namen geben. Außerdem kannst du auswählen, welche Grafiktechnologie dein Spiel verwenden soll. Ja. Deine Option ist einfach etwas eingeschränkt, aber sobald du Erfahrung gesammelt hast, kannst du neue Optionen freischalten. Gut. Ich nenne es. Ich suche jetzt mein Thema aus. Stadt. Nein. Ninja-Spiele sind noch immer gut. Ja. Und zwar ist das Spiel das richtig geile Ninja-Spiel. So, Steuerung gibt es nach wie vor, allerdings nicht mehr lang, weil mein Mutter dann später arbeiten geht. Und dann, ja, bin ich etwas ungestörter. So, und zwar richtig geiles Ninja-Spiel. Ich meine, dass der beste Titel überhaupt gibt. So, Genre ist natürlich Action, ja. Und die Plattform ist der G64, weil der Marktanteil da auf jeden Fall höher ist als auf dem PC. Okay. So, ja, dann gleich mal 2D-Grafik V1, ja, damit wir jetzt erstmal hier so richtig geiles Spiel raushauen und nicht irgend so ein Scheiß. Die Spielentwicklung durchläuft drei Phasen. Am Anfang jeder Phase kannst du entscheiden, welche Bereiche des Spiels du dich konzentrieren willst, denn den richtigen Schwerpunkt zu wählen erhöht die Anzahl der erspielten Punkte erheblich. Überlege dir, welche Bereiche für dein Spiel wichtig sind und bringe den Bereichen, die du für weniger wichtig hältst, weniger Aufmerksamkeit entgegen. Wenn du eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Bereiche lesen möchtest, findest du dies im Hilfe, will ich nicht. So, ja, wir müssen auf jeden Fall richtig auf das Gameplay Wert legen. Nichts auf Story und Quests und die Engine, ich soll auch ein bisschen was können. Gut, dann überleg mal. Die Spielentwicklung hat jetzt begonnen. Gut.
Wenn du Spiel entwickelst, wirst du Spielepunkte generieren, die du aufsprudeln siehst. Spielpunkte werden im Design- und Technologiepunkten unterteilt. Je mehr Punkte du erspielst, desto besser wird dein Spiel sein. Okay. Gelegentlich auch Bugpunkte erzeugt. Die Wahrscheinlichkeit, Bugpunkte zu erzeugen, verringert sich, wenn du mehr Erfahrung sammelst. Bugs sollten behoben werden, bevor das Spiel veröffentlicht wird, oh Gott, jetzt bin ich raus. Und erhöhen die Entwicklungszeit und Kosten. So. Gut. Ja, dann hoffen wir mal, dass das Geld reicht, um jetzt das Spiel zu machen. Gut. Wir werden auf jeden Fall künstliche Intelligenz. Dialoge nicht so und Level. So. Das ist doch perfekt. Dialoge braucht man in den Ninja-Action-Spiel ganz sicher nicht. Aber so richtig geile Gegner, ja. Während der Entwicklung kannst du auch zusätzliche Features für das Spiel auswählen. Im Moment kannst du nur grundlegende Sounds auswählen. Es werden schnell neue Optionen freigeschaltet. Zusätzliche Features verbessern das Spiel normalerweise, erhöhen aber auch die Kosten. Dies wird auch die Art der Grafik angezeigt, für die du dich bei der Planung des Spiels entschieden hast. Diese dient aber nur als Erinnerung deiner Wahl. Mit dem Spiel kann man den Typus der Grafik nicht ändern. Gut, ja, wir möchten natürlich die Grundtöne dabei haben. So. Ja, Spielwertdesign und Grafik ist relativ wichtig. Aber Sound nicht so. Lass ich mal so. Gut. Dann. Ja, warten wir jetzt noch kurz, bis die Bugs draußen sind. So. Die Entwicklung des ersten Spiels ist nun abgeschlossen. Du kannst den Button fertigstellen drücken, um das Spiel zu öffnen. Aber das solltest du erst so, wenn die meisten Bugs entfernt hast. Ja, oder eben alle. Um ein Spiel zu veröffentlichen, ohne die Bugs zu beseitigen, kann die Wertung stark beeinträchtigen. Deshalb solltest du die Möglichkeit nur bedacht sehen, wenn du dringend Geld brauchst und es dir nicht leisten kannst, zu warten. So. Relativ schnell, wir brauchen noch ein bisschen Designpunkte, damit das Spiel schöner. Und zack. Gut, die Entwicklung des Spiels ist abgeschlossen. Während du Spiele entwickelst, sammelst du Erfahrungen und verbesserst deine Fähigkeiten. Wenn die Entwicklung beendet ist, wird Übersicht deiner gewonnenen Kenntnisse angezeigt. Finde ich toll. So. Ja, steigt alles ein bisschen. Und wir veröffentlichen das Spiel. Das Spiel ist jetzt fertig und wird es veröffentlicht freigegeben. Wir sollten bald die ersten Bewertungen und Verkaufszahlen für das Spiel erhalten. Das ist richtig spannend. Wir haben erste Bewertungen für unser neues Spiel, richtig geiles Ninja-Spiel erhalten. So. Eigenartig, aber gut. Oh, eine 7. Von Informed Gamer. Und eine 6, ja. Von Game Hero, weil die Action-Spiele gut auf den G64 funktionieren und das macht teilweise Spaß von All Games. Ja. Okay, wir merken uns, All Games ist blöd. Was heißt teilweise Spaß? Das ist ein Action-Spiel, das muss auch immer Spaß machen. Naja. Nachdem du das Spiel veröffentlicht hast, kannst du dir ein bisschen Zeit nehmen, um deine Kreation zu analysieren und einen Spielbericht zu erstellen. Spielbericht ist eine gute Möglichkeit, um Forschungspunkte sowie wertvolle Erkenntnisse darüber zu sammeln, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und was nicht funktioniert, wenn man ein Spiel entwickelt. Um ein Spielbericht zu erstellen, schließe diese Nachricht und klicke irgendwo auf dem Bildschirm, um das Aktionsmenü zu öffnen. Spielbericht erstellen. Genau. Cherry Games hat ein Newcomer der Spielbranche hat kürzlich erst das Spiel richtig geiles Ninja-Spiel herausgebracht. Das Spiel hat positive Werbung erhalten und mit einem guten Start wird Cherry Games sicher sehr schnell Fans für sich gewinnen. Ja, ich war schon ganz in Null. Oha! Ja, genau! Aha! Von richtig geiles Ninja-Spiel wurden in der ersten Woche 2451 Stück verkauft. Wir haben es auf den Charts auf Platz 85 geschafft, Alter, ganz ehrlich. Das mit dem ersten Spiel richtig gut, Mann. Da das Spiel verkauft wird, musst du jede Woche ein Einkommen halten. Du kannst verfolgen, wie gut das Spiel verkauft, indem du die Verkaufsdiagramme oberen rechten Bildschirm anziehst. Richtig geiles Ninja-Spiel ist so erfolgreich, dass wir nun 14 Fans haben. Wow! Ja, unsere Analyse nach Verkaufsstart von richtig geiles Ninja-Spiels Wendung. Wir haben folgende Resultate erhalten. Ninja und Axis ist eine großartige Kombination. Level Design scheint für diese Art Spiel sehr wichtig zu sein. Sounds scheint für diese Art Spiele sehr wichtig zu sein. Okay. Plattform Genre Übereinstimmung. Action gibt 60 gute. Spiele ist eine großartige Möglichkeit, um Forschungspunkte und wertvolle Erkenntnisse zu bekommen.
Es zahlt sich aus, einen Spielbericht für jedes Spiel, das du veröffentlicht, zu erstellen. Jetzt, da du dein erstes Spielbericht fertig hast, lohnt sich ein Blick ins Forschungsmenü, um das Forschungsmenü zu öffnen. Schließe diese Nachricht und dann klicke irgendwo auf den Bildschirm, um das Aktionsmenü zu öffnen. Ja, da ist jetzt einfach noch ein bisschen viel Lesen wegen dem Tutorial, aber das, ja, verbessert sich dann vermutlich mal. Forschung ist wichtig, um neue Optionen freizuschalten und ein besseres Spiel, bessere Spiele zu entwickeln. Du sollst versuchen, genug Forschungspunkte zu sammeln und eine eigene Spiele-Engine zu entwickeln, um eine eigene Spiele-Engine entwickeln zu können. Dies wird deine Spiele drastisch verbessern. Hinweis: Versuche Spiele mit verschiedenen Themen und Genre-Kombinationen zu entwickeln, um einen kleinen Forschungsboost zu bekommen. Okay. Ja, ich würde mir gerne ein neues Thema nehmen. Ja, Militär ist doch ganz nett. Forschung beginnt. Richtig geiles Nintendo-Spiel hat mit über 10.000 verkauften Stücken einen neuen Firmenrekord aufgestellt. Das ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von The Cherry Games. Und ganz ehrlich, das Spiel geht ja richtig ab, Mann. Du hast einfach ein neues Thema erforscht, Militär. Gut. Dann werden wir jetzt ein neues Spiel entwickeln. Ja, und zwar ein Militärspiel. Ein Strategie-Militärspiel auf dem PC.